Unter dem Motto, wir sind Fußball, Bundesliga und noch viel mehr, stellen wir uns ja bei jedem Heimspiel einer Abteilung unseres Hannover 96 e.V. vor, bei dem viele Ehrenamtliche und auch Leistungssportler sich jeden Tag engagieren. Heute ist das die Abteilung Dart. Jawohl, das mit dem Pfeilen. Absolut populär im Augenblick und ich darf drei Herrschaften hier begrüßen. Einmal Andreas Rollwage, der gleich neben mir steht. Er ist der Abteilungsleiter und noch zwei aktive Spieler. Aber ich beginne mal mit dem Andreas. Warum sollte man bei Hannover 96 Dart spielen? Ja, also wir bieten die besten Voraussetzungen, sei es zum Beispiel auch gerade für die Jugend, wenn wir zum Beispiel zu Turnieren fahren. Also die Unterstützung, ja, auch bei jedem Training, bei den Ligaspielen. Die ist schon enorm. Wir haben die Möglichkeit, jede Menge Zeit zu investieren. Und von daher, das haben halt kleinere Vereine nicht so. Seit wann seid ihr bei uns und wie groß ist eigentlich die Abteilung? Wie spielen denn bei euch oder werfen denn bei euch? Also seit 2013 gibt es uns, Mai 2013. Und ja, wie viele werfen bei uns? Sagen wir um die 40. Also Mitglieder haben wir, ja, sagen wir roundabout 60. Aber aktiv dabei bei jedem Ligaspiel sind 40 ungefähr. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wie es funktioniert. Henrik ist ja leider heute nicht da, der ist krank, der hat einen Männerschnupfen. Oh, liegt flach im Bett. Aber dafür ist Hecki dabei. Hecki, du stehst an der Tafel und wirst uns jetzt mal richtig zeigen, wie es geht, denn du hast einen jungen Mann, der macht dir das vor. Genau, ich habe den jungen Mann namens Pierre bei mir und der erzählt mir jetzt, wie ich safe, sicher immer die Triple 20 treffe. Oder? Ja, genau. Und wie geht das? Wie kann ich jetzt hier technisch ausgefeilt diese Dartscheibe genau da treffen, wo sie getroffen werden sollte? Ich nehm einen Pfeil in die Hand, okay. Dann beim Stand ist wichtig, wenn du Rechtshänder bist, mit dem rechten Fuß nach vorne und wenn du Linkshänder bist, mit dem linken Fuß nach vorne. Das kriege ich hin? Genau. Dann beim Ausholen mit den Fingern ist egal, ich halte die zum Beispiel so. Okay, ich halte sie so. Dann beim Ausholen versuchen in einem 90-Grad-Winkel und dann Arm durchziehen. Okay, Dart spielen vor Dummies. Ja komm, das war fast Triple 19, oder? Das war geplant. Ich mach nochmal. Das hier unten ist die Markierung, ne? Ich kenne das als Bierkasten. Ja, also... Das hatten wir jetzt gerade nicht da. Nee. Gut, dann melden wir uns nochmal bei der Gildebrauerei. Das können wir ja nächstes Mal noch verbessern. Ja. Also, ich würde sagen, das war jetzt so eine gute 3 Minus. Und ich gehe mal zu dir zurück, Frank. Ecki, wir wollen das nicht weiter bewerten, wie du da geworfen hast. Aber ich komme zu einem, der das richtig gut kann. Und das ist Shorty Seiler. Du bist Dart-Profi, aber auch Kommentator bei Sport 1 und bei DAZN. Ich habe ja schon gesagt, es ist riesenpopulär im Augenblick. Dieser Sport wird übertragen. Viele, viele Leute gucken das. Wie schätzt du die Möglichkeiten ein, die Hannover 96 jetzt hier mit ihrer Dart-Abteilung hat? Ja, also da Hannover 96 natürlich durch Andreas Rollwage hier super aufgestellt ist, wie er schon sagt, viel Zeit zu investieren, die Jugendarbeit. Unser Sport fehlt natürlich wie allen Sportarten immer die Jugendlichen, sie zu begeistern, sich für andere Sportarten, nicht nur für Fußball. In Deutschland ist immer Fußball die Nummer 1 Sportart, aber wir greifen ihn hart an, weil wir einen Unterhaltungsfaktor haben mit Präzisionssportart, wo selbst gestandene Fußballprofis zu Teletubbies mutieren und in der Lipelli die Sau rauslassen, einfach weil dieser Sport eine Feiermöglichkeit hat, aber auch eine Möglichkeit hat für jeden. Ja, es ist kein Sport mit Ablauf. Datum, du bist nicht mit 30 fertig mit der Welt und musst in irgendeinen Vorstandsposten, du kannst auch noch mit 50 erfolgreich sein. Dieser Sport ist für jeden, der sich am Sonntagmorgen nicht um 10 Uhr den Arsch abfrieren will, um Fußballprofi zu werden, sondern vielleicht einfach eine andere Richtung einschlagen will. Und wir haben mittlerweile in den letzten 13 Jahren eine Zuschauerquote auf ungefähr 3,5 Millionen, die sich im Schnitt so ein WM-Finale angucken. Und das ist natürlich gigantisch für unsere Randsportart Darts. Dann habe ich noch einen Profi hier an meiner Seite, das ist Gian Artut. Ich habe gehört, du hast, bevor du Dart-Profi gewesen bist, auch recht erfolgreich bei Hannover 96 Fußball gespielt. Du kommst aus Hannover. Wie lange hast du da gespielt und wie hoch? Also ich habe 17 Jahre bei Hannover gespielt. Schon mit 3 Jahren bin ich eingetreten in den Verein und musste deswegen 3 Jahre F-Jugend, 3 Jahre E-Jugend spielen. Und mit 20 habe ich dann aufgehört und habe mich dann ganz dem Dart gewidmet. Ja, und jetzt läuft das seitdem. Wie lange, habe ich mich gefragt, muss man am Tag trainieren, damit man eben auch so gut wie ihr beide werdet? Also man sollte schon seine 3-4 Stunden am Tag machen. Und da wir ja eh meist auf Turnieren sind, werden es dann noch mehr Stunden. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und ich kann nur sagen,
Ich habe es auch mal ausprobiert, es macht sehr, sehr viel Spaß. Und von daher seid ihr herzlich eingeladen, einmal natürlich beim Verein hier in der Abteilung Dart von Hannover 96 vorbeizuschauen. Man kann es zu Hause machen, aber eben auch im Verein. Das ist spannend und macht sehr, sehr viel Spaß. Herzlichen Dank, dass ihr alle drei hier gewesen seid. Und wir kommen.